Okay. Ja, irgendeine Tür muss da jetzt wohl aufgehen. Ja. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Okay. Aha. Mädchen. Also ich glaube, sie ist das Mädchen, was wir hier Dings da holen sollen, ne? Hallo, Alter. Ja, okay. Achso, wir können schon weiter. Ich dachte, man muss das jetzt wieder 30 Jahre angucken. Oh, jetzt passiert wunderbar irgendwas. Scheiße. Okay, ich schaff das. Wo war der letzte Kontrollpunkt? Das wollte ich nur mal so aus Interesse. Hier noch das geht, da runter zu springen. Wieso öffnen sich eigentlich die Türen für uns? Ich meine, man weiß, ein Eindringling kommt. Also hier, in dem Fall wir. Wieso verbarrikadiert man dann diese Türen nicht? Hallo, wie geil. Stirb, stirb. Stirb, du Penner. Nein, stirb. 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 Wie geil. Wie geil das war. Hallo. Sehen wir hier echt sogar. Sie müssen gehen. Hey, danke, ich darf's wieder klären. Vielen Dank, Alter. Ich bin so glücklich. So kommen wir raus. Bett, jetzt geht die Tür zu. Das war so klar. Jo. Ach so, nicht. Wir kommen trotzdem durch. Oha. Oha, oha, oha. Oh Gott, nein, 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 jetzt sind sie. Was wollen sie hier? Wir haben uns doch gerade vorgestellt, oha. Ja, ja, ich komm ja schon, wenn das so einfach wäre. Warte, kann ich hier noch einen Hebel benutzen? Nein. Ja, ach so, jetzt haben wir auch die Kunde. Das heißt, hier wird auch wieder was passieren. Ach so, den Aufzug. Drück den Knopf. Hä?
Woher soll ich das wissen? Oh Gott! Vielleicht auch nicht. Alter, seriously? Echt jetzt? Nein! Ja. Moment, lass mich rein. Okay, ich will eigentlich nur 2 Stunden aufnehmen und dann muss ich rendern. Aber das Game ist voll wieder extrem geil. Okay, hier wird automatisch gespeichert. Ich nehme ganz kurz das Game ein bisschen leiser auf meinen Kopfhörern. Das ist doch ein bisschen penetrant laut, immer noch. Ich hatte doch eigentlich das Audio runtergedreht, also in den Optionen. Audio. Jo, also ein ganzes Stück sogar schon. Ich hoffe, dass es jetzt so passig ist. Reagieren. Wäre das ja eine Katastrophe. Szene mit der Tür. Bringen Sie uns das Mädchen und geben Sie die Schuld. Okay, offensichtlich müssen wir hier irgendjemanden das Mädchen bringen, weil wir irgendwie Schulden haben. Also ist jetzt diese Fantasiewelt real, also wer wir hier gerade gelebt haben? Also da, wo wir gerade waren, oder diese dunkle Welt hier? Oder sind das hier irgendwie Erinnerungen? Ich blick hier noch nicht ganz. Anna? Willst du dem Mädchen alles sagen, was es hören will, solange sie nur mitkommt? Okay. Tipp, drücke N, um leichter zu deinem aktuellen Ziel zu navigieren. Aha, das erfahren wir ja früher. Früh. Okay, jetzt sind wir wieder bei ihr. Anna! Ich blick noch nicht ganz durch. Elisabeth! Alles in Ordnung? Was ist los? Eigentlich näher. Oder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Okay. Hören Sie das? Ja, das ist nicht. Ich muss okay, ich bleib nicht lang. Sie gehen lassen, wir werden verfolgt. Jeder kennt das Mädchen. Sie ist
hier die ultimative Dings da. Der Typ da, dieser Obermöpp, will sich unbedingt Turm einsperren und auch da lassen. Und wir sollen sie gehen lassen. Ist ja die beste Idee ever. Sorry, Leute, aber wer würde in so einer Situation, man wird verfolgt, man, das Mädchen soll im Turm eingesperrt werden, wer würde in so einer Situation das Mädchen gehen lassen? Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare, blaue Augen. Danke, ihr alten Assis. Ich meine, kriegt man hier ein bisschen Gesundheit zurück? Kann ich... Ah, natürlich wird mir trotzdem angezeigt, wo sie ist. Aha. Was? F, nimm was? Was kann ich nehmen? Munition für Pistole voll, okay. Achso, da. Na. Salz ist, glaube ich, entweder voll oder ich habe keine Ahnung. Hier wird sich dann gezeigt. Oder? Ja, ich muss zu allem hier. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ja, ich auch. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube dem alles. Echt schon geil, dass man mal nicht in so einer heruntergekommenen Stadt spielt, wo alles kaputt ist, alles zerstört ist, also so ein Rapture, sondern dass hier alles noch so heile Welt ist, alles extrem geil aussieht. Hey, Kleine. Hey, Kleine. Kleine. Elisabeth. Oh, das ist wundervoll. Sie mit mir, Mr. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Flüchten. Wer ist mit Paris? Paris wie? Verstehe nicht. Wie kommen wir dort hin? Naja, dieses Luftschiff liegt dort hin. Aber wenn du wieder weiter tanzt. Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Oh Gott, das ist menschenbehindert. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich bitte nicht. Bitte, Fripway. Die Strände, die ich kenne. Hoffentlich dürfen wir das Kriegsschiff selbst fliegen. Oh, man merkt, ich bin beeindruckt von dem Spiel. Das ist richtig geil. Du musst Elisabeth bei Kämpfen nicht beschützen. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Oder so stand da, glaube ich. Du musst sie bei Kämpfen nicht beschützen, habe ich es komplett mitbekommen. Von ihm gelesen. Das heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gib man einem Mann Macht, der sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Hi. Warte, halt, stumm. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert.